Kennt ihr die Situation, dass ihr bald eine Klausur schreibt und es vielleicht schon der Abend vor der Klausur ist, vielleicht ein paar Tage vorher, und ihr denkt euch so, lol, ich kann nichts? Oder vielleicht schreibt ihr auch einfach ganz viele Klausuren in einer Woche und müsst super schnell, super viel lernen in super kurzer Zeit. Das, glaube ich, kennen wir alle als Schüler und Schülerinnen. Und heute gibt es mal ein paar Tipps von mir, einen kleinen Talk von mir, für euch, mit euch vielleicht sogar. Und wir reden darüber, wie man gute Klausuren schreiben kann, auch wenn man weniger Zeit hat. Ich bin einfach gerade das beste Beispiel. Ich habe gestern am Freitag Mathe-Klausur geschrieben. Am Montag schreibe ich Bio und ich habe jetzt einfach genau zwei, beziehungsweise drei mit Freitag, drei Tage, um für Bio zu lernen, was natürlich nicht so cool ist. Aber naja, ich hätte theoretisch auch Zeit auch davor gehabt, dass ich aber schon die Woche davor für beide Klausuren lerne. Ich bin davon einfach gar kein Fan. Ich merke, ist viel mehr, mich nur auf eine Klausur zu konzentrieren. Natürlich ist es nicht so, dass ich jetzt nichts für Bio gemacht habe. Ich habe mir schon ein paar Lernzettel gemacht und so und habe uns ab und zu immer so ein bisschen mal alles angeguckt. Aber ich habe jetzt nicht wirklich aktiv dafür viel gelernt. Falls du nur noch wenige Tage, vielleicht sogar nur noch einen Tag hast, würde ich dir auf jeden Fall raten, nicht passiv zu lernen. Ich würde eigentlich generell keinem raten, passiv zu lernen. Aber man kann es ja theoretisch noch als Addition sozusagen machen, wenn man mehr Zeit hat. Passives Lernen ist einfach das Lernen, wo du deine Gehirnzellen nicht aktiv anregen muss. Sei es jetzt zum Beispiel beim Lesen und dann markieren oder eventuell auch bei Zusammenfassungen machen. Da schreibst du nämlich Dinge nur ab und rufst, sorry, wenn Hintergrundgeräusche sind. Meine Familie hat alle Heuschnupfen und man hört das Niesen die ganze Zeit. Und ja, also wenn du einen Text nämlich nur liest, vielleicht markierst, vielleicht sogar Notizen machst, ist das relativ ineffektiv, weil du eben dein Gehirn nicht aktiv anstrengst. Aktive Lernmethoden wären dann sowas wie Karteikarten, sich abfragen lassen, Dinge auswendig aufsagen und so weiter. Ich würde dir auch empfehlen, nicht das zu wiederholen, was du schon kannst, weil wir eben jetzt priorisieren müssen, was du noch nicht kannst. Um es herauszufinden, würde ich dir empfehlen, einen Überblick erstmal zu machen. Ich mache das immer gerne so, dass ich dann oben als Überschrift schreibe, Bio-Klausur Q2. Und dann schreibe ich darunter alle Themen, die wir haben. Erstmal ein kurzes Beispiel, wie das bei mir eben ist. Wir schreiben über das Thema Ökologie und haben da eben diese zwei Oberthemen, abiotische Ökofaktoren und biotische Ökofaktoren. Und dann schreibe ich darunter nochmal die ganzen Sachen, die wir eben dafür können müssen. Sei es jetzt Temperatur, Wasserverfügbarkeit, dann irgendwie sowas wie Symbiose, Parasitismus oder so bei den biotischen Faktoren. Und schreibe dann einfach mal alle Themen samt der Unterthemen auf. Dann markiere ich gerne, wie gut ich das Thema schon kann. Das heißt also, wenn ich super gut im Thema Symbiose bin und da ich keine Wiederholung mehr brauche, mache ich das Ganze grün an. Wenn ich weiß, okay, die Wasserverfügbarkeit von eben diesen Pflanzen verstehe ich noch nicht so ganz, mache ich das rot oder eben gelb oder orange, wie auch immer ihr das machen wollt, wie für euch am besten ist. Und dann müsst ihr eben so priorisieren, was passt jetzt für euch. Wenn ihr wirklich ganz, ganz viel Zeitdruck habt, nur einige Stunden Zeit habt für die Klausur, natürlich das Worst-Case-Szenario, würde ich euch empfehlen, das Thema, was ihr schon könnt oder so semi-gut könnt, einfach zu vertiefen, weil es sehr schwierig ist, jetzt nochmal ganz komplett neuen Stoff zu lernen. Aber an sich würde ich euch, wenn ihr mehrere Tage Zeit habt, auf jeden Fall ans Herz legen, dass ihr nochmal den neuen Stoff anfängt, damit man eben so ein Grundwissen zumindest über alle Themen, die rankommen, hat. Meine Lehrmethode sieht wie folgt aus. Gestern am Freitag, ich habe ja drei Tage, gestern am Freitag habe ich angefangen, mir alles aufzuschreiben, was rankommt, um mir sozusagen Lernzettel zu machen. Aber ich habe nicht so passive Lernzettel gemacht, also einfach alles nur blöd vom Buch abgeschrieben, sondern ich habe mir alle Notizen angeguckt, habe mir das sozusagen gemerkt und dann aus meinem Gedächtnis aufgeschrieben, was ich denke, was für die Klausur wichtig sein wird. Und dann habe ich das Ganze verglichen mit dem Buch und eben geguckt, was relevant ist und vor allem auch, was ich mir schon merken kann und was nicht. Und dann habe ich jetzt, heute ist Samstag, alle wichtigen Themen auf irgendwie so 10 Blättern oder so, die ich dann können muss bis Montag. Heute, der zweite Tag am Samstag, treffe ich mich mit einem Freund, der auf meiner Schule ist und wir gehen heute zusammen alles durch, sodass Verständnisfragen geklärt werden können. Ich helfe ihm, er hilft mir und wir gucken einfach, was ergibt Sinn, was ergibt nicht so viel Sinn, wo haben wir noch irgendwie Fragen, wie wir so uns dem gegenseitig zu erklären. Und heute ist einfach so ein bisschen Review, Lerntag mäßig, Wiederholung, alles. Und morgen ist dann wirklich der Auswendiglerntag, weil morgen werde ich ja alles wissen, was rankommt, alles verstanden haben. Und da muss ich einfach nur noch Fachwörter oder so auswendig lernen, die ich einfach davor nicht konnte. Und das ist meine Methode, beispielsweise mir Wörter direkt an die Fenster oder an Tische oder an irgendwas ranzuhängen, dass ich diese Wörter sehr oft sehe. Oder ich versuche Assoziationen zu bilden, Eselsbrücken zu bilden und einfach die Dinge dann ganz, ganz oft zu wiederholen. Aber Schlaf ist auch sehr, sehr wichtig und ich würde euch auch nicht empfehlen, die Nacht durchzulernen, sondern eher ein bisschen zu lernen, die Nacht zu schlafen und dann morgens die Klausur mit einer guten Kondition eben zu schreiben. Weil auch wenn du dann ganz viel gelernt hast nachts, wird es dir nicht so viel bringen, wenn du dann dich generell nicht konzentrieren kannst in der Klausur. Wenn du Zeitdruck hast und diesen Freitag, den ich gestern hatte, nicht schaffst, das heißt, du schaffst es nicht, dir Lernzettel zu machen und nochmal alles durchzugehen und herauszufinden, was du sozusagen alles genau wissen musst,
wissen musst, würde ich dir empfehlen, deine Freunde zu fragen, ob die eventuell Lernzettel haben oder ob sie vielleicht sogar andere Quizze und Karteikarten haben. Beispielsweise mache ich es immer so, dass ich in Fächern gerne Quizlets erstelle, also so Karteikartenbündel, die ich eben auf der App Quizlet, keine Werbung, mache. Und dann checke ich die gerne immer an meinen Kurs. Also ich mache es zum Beispiel gerne bei Spanisch, auch bei Bio und bei Geschichte habe ich das schon mal gemacht. Und dann habe ich dann noch Karteikarten, die ich einfach an meine Freunde in den Kursen verschicke, damit ja, sie sich einfach nicht so viel Arbeit machen müssen. Aber natürlich muss man das auch sagen, man kann sich auf andere Personen nicht immer verlassen. Und wenn du das machst und mit Karteikarten anderen Personen lernst, ist die Chance da, dass es falsch ist, nicht vollständig ist, inkorrekt ist, und das ist gleich wie falsch. Aber ja, also das ist, glaube ich, wirklich nur im Notfall oder so mal so zur Überprüfung. Aber ja, guckt wirklich, ob diese Person dann auch vertrauenswürdig und verantwortungsvoll ist, dass sie wirklich mit ihren oder seinen Lernzetteln lernen wollt. Der nächste Punkt sind Altklausuren oder Probetests. Und ich glaube, dass das wirklich die wichtigste Vorbereitung ever ist. Sei es jetzt auf kurzer Zeit oder wenn man auch mehr Zeit hat, weil man eben dadurch die Aufgabentypen kennenlernt, genau weiß, was rankommt und sich dementsprechend auch besser vorbereiten kann. Das kannst du zum Beispiel auf einer Unity machen. Das ist eine App, habe ich euch schon im letzten Video vorgestellt, wo ihr viele Aufgabentypen und so alte Tests und alte Klausuren finden könnt. Oder ihr fragt wirklich eure Lehrer, falls ihr die noch seht, ob sie irgendwie so Probetests oder so haben oder fragt irgendwie den höheren Stufen oder Freunde, ob sie vielleicht da irgendwas haben, dass ihr schon mal viel ausprobieren könnt. In Fächern wie jetzt zum Beispiel Mathe, wo viele Aufgaben rankommen, ein Tipp von mir, üben. Üben, üben, üben. Da würde ich mir auch einen Lernzettel machen mit allen wichtigen Dingen, die generell rankommen. Dann Step-by-Step-Methode. Da ist jetzt zum Beispiel Kurvendiskussion, Hochpunkt, aufschreiben, wie berechnet man einen Hochpunkt. Step 1, also Ableitung bilden, oder? Dann zweite Ableitung und dann erst und zweite einsetzen oder so. Nee, mit 0 gegensetzen. Schon wieder alles vergessen. Auf jeden Fall schreibt euch eine Step-by-Step-Methode, was ihr jetzt machen müsst. Und dann ganz viel üben. Üben, macht es einfach üben, finde ich. Und zu guter Letzt wieder mal das Thema Mindset. Macht euch keine Sorgen, macht euch keinen Druck. Es ist jetzt nun mal so, man kann es nicht ändern. Und ich habe wirklich gemerkt, mit einem guten, hoffnungsvollen Mindset in eine Prüfung reinzugehen, ist so viel besser, als mit Panik und Versagensangst reinzugehen. Weil es bringt im Endeffekt nichts. Du kannst es auch nicht ändern. Ich hoffe, dass euch das Video vielleicht ein bisschen geholfen hat. Gebt doch gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, wie das für euch ist, vielleicht noch andere Tipps. Und ich hoffe sehr, dass wir uns hier auf meinem Kanal bald mal wiedersehen. Auf meinem Kanal gibt es jeden Sonntag ein neues Video zum Thema Lernen, Schule und Produktivität. Und ich hoffe, dass wir uns hier bald wiedersehen. Bis dann. Tschüss.